Ja, hallo, schön, dass ihr wieder alle da seid zu meinem Videoblog. Es geht heute um ein Objektiv und zwar um das Zeiss Bartis 85mm 1,8. Ich bin sehr froh, dass das Objektiv jetzt erhältlich ist und dass ich es habe, denn 85mm ist meine Brennweite. Ich mag den Look der 85mm einfach, gerade im Porträtbereich ist mir 50 oft schon zu kurz und deswegen ja, bin ich sehr froh, dass das Objektiv jetzt verfügbar ist und viele von euch haben mich angeschrieben und haben gesagt, mach doch mal ein Review oder was ist deine Meinung zu dem Objektiv. Deswegen bitte sehr, euer Wunsch ist mir Befehl, es gibt ein Video zum Zeiss Bartis mit meiner Meinung. Das heißt, für alle Nicht-Sony-User vielleicht nicht ganz so interessant, aber wie immer haben wir ein interessantes Shooting dabei, diesmal mit zwei Modellen und so könnte es vielleicht für den Rest auch ganz interessant sein, hier dran zu bleiben. Zurück zum Objektiv. Ihr seht hier, ich habe hier erstmal gleich eine Blendenreihe geschossen, das heißt von 1,8 bis 10 und die Bilder stelle ich euch zur Verfügung. Das heißt, unter dem Video findet ihr einen Download-Link, da findet ihr alle Porträts, die ich von Nadine hier geschossen habe. Wie gesagt, Blende 1,8, ganz offen, blende ich bis Blende 10 und ihr könnt euch mal selbst eine Meinung bilden. Und das ist auch ganz wichtig in meinen Augen. Ich traue niemandem, der im Netz irgendwas erzählt oder keiner Fotozeitung, sondern ich probiere immer ganz selbst aus. Und hier habt ihr die Rohbilder, einfach nur gerade die RAWs konvertiert in JPEGs in der vollen Auflösung. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen, wie das Objektiv euch gefällt. Ich packe euch noch ein paar weitere Bilder rein, die ich mit dem Objektiv geschossen habe, zum Beispiel in so eine Mauerstruktur, da seht ihr genau, wie ist der Schärfeverlauf, der geht nämlich bis in die Ecken schon bei offener Blende, aber ich will jetzt am Anfang noch gar nicht so viel dazu erzählen, das heißt, wir fangen erstmal ein bisschen mit dem Shooting an und dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehr zu dem tollen Objektiv. Mein Fazit zum Zeiss Bartis 85mm. Ich mache es kurz und knapp. Schärfe ist fantastisch in meinen Augen. Schon bei Offenblende, das ist mir persönlich wichtig. Ich kann das Objektiv wirklich bei 1,8 verwenden und habe eine exzellente Schärfe. Auch bis zum Rand, das heißt auch bei einem Porträt kann ich es zum Beispiel die Augen in die Ecken legen, ohne dass ich Schwierigkeiten bekomme. Chromatische Aberrationen so gut wie keine vorhanden. Ich habe es kaum geschafft, welche zu fotografieren. Das Einzige, was auffällt, ist eine etwas stärkere Vignettierung bei ganz offener Blende. Aber das ist für mich ein Klick in Lightroom und dann ist es auch weg. Ja, das Zeiss hat sich zu meinem immer drauf Objektiv entwickelt. Ich fotografiere fast alle meine People-Aufnahmen damit. Ein weiterer Vorteil für mich, die kleine Größe, das relativ kleine Gewicht unterstützt die Vorteile von meinem spiegellosen System. Ich wurde auch noch gefragt, wie es aussieht mit dem Vergleich zu anderen Objektiven, die ich habe, zum Beispiel dem Sony Makro 90mm 2.8. Auch ein sehr, sehr gutes Objektiv, was die Schärfe angeht, aber wieder deutlich schwerer und ich stehe einfach extrem auf Offenblende, deswegen ist mir 1,8 deutlich lieber wie 2,8.